Haben wir euch genutzt, Leute? Heute kommt sehr wohl ein Part. Ja! Aber ein Part von Bastian. Der Pokémon Disco Soul Link. Okay, der Disco Soul Link Challenge. In Schwarz zwei Leute. Wir sind hier. Warte mal, ich. Oh, das ist geil. Geh mal einen Schritt rein, ja, bevor du das Team zeigst. Okay, Moment. Erinnerst du dich noch? Inwiefern einen Schritt rein? In die Arena. Ja. Der Song. Ach so. Ja. Pokémon B-O-G. Okay, ganz kurz. Wir haben bis Level 17 trainiert. Level Cap ist nämlich 19. Ich gehe mal ganz schnell bei mir durch. Ich habe auch jetzt ein paar Pokémon mal Rückkehr beigebracht, weil Jan hat gesagt, Rückkehr ist besser. Also sei bitte nicht so ein Vollidiot. Und dann habe ich gesagt, okay, ganz klar. Also Megasauger ist noch neu auf Shiitake. Und ja, wie gesagt, Rückkehr halt auf zwei Pokémon. Ich glaube, das war's. Und ich habe ein paar... Wie Jan auch ein paar Persifbären, beziehungsweise Jan wird es noch machen. Verteilt. Und genau. Ja, ich habe, während du geredet hast, einfach mal schon mal mein Team einfach so ganz ruhig gezeigt. Und kämpft mit dem ersten, mit dem Schlagzeuger einfach jetzt. Ich kämpfe nicht mit dem Tontechniker, weil der nicht kämpfen möchte, Jan. Was ist denn das für eine Unverschämtheit? Ist halt einfach unverschämt. Das kennst du doch. Bist auch immer unverschämt. Ich glaube, da mache ich mal zuerst die Gitarre aus. Das Coole ist ja wirklich, wenn er darauf achtet, ich glaube, die Trainer, die er besiegt, das Instrument von denen hört wirklich auf zu spielen. Das finde ich echt cool. Ich möchte euch mal anmerken, die Gitarristen sind so cool hier in Schwarz 2. Sehr schade, dass die Trainerklasse irgendwann einfach fallen gelassen wurde. Fallen gelassen, Jan, wie ein nasser Sack. Okay, ich wurde erstmal direkt vergiftet. Und ich habe die Animation noch aus, sehe ich gerade. Gut, dass wir doch bei den Vortrainern sind. Ja, sind das nur, hat die echt nur zwei? Der andere hat ja auch nur zwei. So, probieren wir mal direkt die Feuerprobe aus für Croissant. Wie viel Schaden macht ein Schaufler? Ich habe ihn mit dem Funkenschwund paralysiert. Ich dachte für einen kurzen Moment, ich hätte ihn mit Rückkehr. Und da hat sich direkt meine erste Passivsphäre verbraucht. Ups. Ja, deswegen habe ich sie noch nicht drauf getan. Wie viel sieht die Rückkehr von Croissant? Mein Pokémon wollten dich rocken und jetzt das, Mann. Ach ja. Rückkehr von Croissant kann Smogon gut two-hitten. Dafür, dass es aber zwei Level unter mir ist. Ich sehe schon, Croissant wird mein Star-Player in dem Arena-Kampf. Warum spielen die Playback? Ich höre hier gerade mindestens einen Bass, ein Schlagzeug und neben den Stimmen noch, ja, könnte alles sein, Synthesizer, Sportmäßiges. Aber hier ist nur Mika und der Schlagzeuger. Wo kommt der Synthesizer-Sound, der Keyboard, wie auch immer? Sie cheaten. So, da ich zu faul bin, gerade rauszulaufen, einfach eben mal mit Tränken geheilt. Der Schlagzeuger, dass der da singt? Wie? Oh, weil der macht, der ist der Mädelsstimme und der Typ hier. Ob der einfach eine sehr hohe Stimme hat? Das Lustige ist, ja, Jan ist das tatsächlich. Also Jan und ich sind das hier. Wir wurden damals gefragt von Game Freak, ob wir den krassen Arena-Song einsingen wollen. Und wir so, nö. P.O. K.I. Pokémon! Pokémon! Aber wir haben abgelehnt, weil. Wir wollten das nicht. Wir wollten uns nicht so verkaufen. Stimmt's, Jan? Eben. Weißt du, was mir gerade einfällt, worauf ich mich schon total freue, Jan? Was denn? Kommt hier nach nicht Pokéword? Ja. Erinnere mich nicht daran. Wie viel zieht denn der Windstoß bei Smogon ab? Süß. 2 KP. Mehr. 15? Ich habe keine Ahnung, ich sehe die KP-Anzahl nicht. Musst du schätzen, Jan. Du musst die Basiswerte auswendig können und dann die. Ja, ich weiß, dass es blockiert ist. Ich habe nur verklickt. Und dann quasi daran ablesen und abschätzen, wie viel das wohl gerade abgezogen hat. Ein andermal. So wie es aussieht, wird sich McNugget nach dem Arena-Kampf vielleicht sogar entwickeln. Ist ja der helle Wahnsinn. Ich hoffe, die Pokémon von Mika sind männlich. Das wäre praktisch, ja. Aber ich gehe jetzt erstmal raus und heil mich, bevor ich hier weitermache. Da, ihr hört's, Leute. Der Synthesizer, die Stimme und der Bass. Gibt es alles selbst, oder was? Naja, die Sache ist, die sind doch zu dritt. Die irgendwie müssen ja so ein paar Dinge jetzt noch gut machen. Die Ärzte schaffen das auch ohne. Na gut. Aber das sind auch nicht die Ärzte, das ist Mika. Ja, gut.
Vielleicht macht der Tontechniker ja den Synthesizer von hinten oder so. So. Geheilt so, bin ich. Teil mal die Persifbeere neu, weil, wie Jan schon richtig angemerkt hat, die Arena-Attacke ist ja Giftschock. Ja. Und da möchten wir auf jeden Fall nicht vergiftet sein. Nee, weil dann heißt es, oh mein Gott, Giftattacken machen auf einmal 10 Milliarden Schaden. Jan, was machen wir mit dem Pokéboot? Jetzt mal ganz serious gefragt. Hämmern wir einfach die Taste ohne Ende oder machen wir sogar einen Schnitt? Wir texten es einfach neu und hämmern ohne Ende? Neu texten ist gut. Das wird unser eigenes, es wird nicht Pokéboot, es ist dann Soulwood. Ja, das ist richtig Soulwood, Leute. Und ihr habt's gehört, der Button wird richtig kaputt gemasht. Da wird einfach kein Knopf mehr auf dem anderen stehen. Die Sache ist aber, ich werde jetzt wahrscheinlich die Arena doch nur mit Wiener und Croissant machen. Ich werde es mit... Einfach, weil es mir das viel sicherer ist. Ich werde mit Brause leaden und hoffen, dass ich nicht allzu viel rumswitchen muss. Ja, also ein McNugget lasse ich so in der Hinterhand für alle Fälle, aber ich glaube, weil vor allem Croissant hat den Schaufler, zieht viel ab, er hat die Rückkehr, die zieht viel ab und Wiener hat den Windschnitt, der vielleicht nicht so viel abzieht, weil der Spezialangriff nicht so der beste ist, aber es ist effektiv gegen das Rollum, was ich meine, das sie hat. Jan? Ja? Bist du denn bereit? Yes. Kannst du noch ganz kurz mit mir tanzen für 3-4 Sekunden zu dem Song? Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Genug? Alles klar, let's go. Dann lass sie reden. Darfst du ich, okay, ah ja, stimmt, nee. Du hattest sie. Ich hatte den Vater. Echt? Ganz sicher. Okay. Los geht's, ich bring dich jetzt zum Ausflippen. Schöne Musik. Hatte ich doch, oder? Ich glaube schon. Mika ist cool. Ja, ich finde, optisch gesehen sieht sie echt süß aus. Auch wenn sie ein bisschen gemein guckt. Ja, ganz kleines bisschen vielleicht. So, Smogon zum Start. Es ist natürlich weiblich. Ist es nicht so, haben weibliche Arenenleiter nicht immer weibliche Pokémon? Sehr, sehr oft, glaube ich sogar wirklich. Ich fange mit einem Kraftschub einfach mal an. Und hoffe mal, dass jetzt nicht irgendwas zum Vergiften kommt. Der Giftschock kommt sogar direkt. Instant der Giftschock. Problem ist, ich habe eine kritische Attacke, das wird Smogon halt echt gut wegstecken. Alter! Der Tatschock echt weh, der Giftschock. Hat die 3 oder 4 Pokémon? 3, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Rückkehr machen. Muska! Okay, ich benutze unser erstes Heil-Item. Ja, ich mache mit Rückkehr ungefähr... Ich würde sagen, es ist ein 7-Hit-KO. Autsch! Ja. Der bleibt auch einfach beharrlich auf den Giftschock, ne? Ich muss Eiscreme machen. Wir haben 4 Heil-Items, war das, ne? Jetzt noch 3. Vom Gewissheit. Wie es einfach nicht ausgereicht hat. Na gut, Pulverschnee. Ja. Pulverschnee hat doch irgendeinen Nebeneffekt, oder? War das nur einfrieren? Ist das ein Alter, Two-Hit? Ey, der Schaden, Mann. Okay, wenigstens kann Croissant Smogon 2-Hitten. Da haben wir den schon mal aus dem Bild. Alter, ich krieg das Smogon nicht down. Ist das nichts Spezielles oder so? Ja, aber das macht halt auch nichts. Ja, gut. Ich benutze auch mein Heil-Item. Wow, Croissant, wow. Eine Kratzfurie lernen. Nice! Bitte bring Slime. Oh, yes! Slimer. Slimer sollte nach einem Kraftschub eigentlich One-Hit von dem Schaufler sein. Mit deinem anderen habe ich... Jan, ja? Das ist ein bisschen Reverse Situation, also so einfach dein erster Kampf auch war, mein zweiter hier gerade. Also ich verspreche dir schon mal, ohne Verluste wird das wahrscheinlich nix. Sag doch sowas nicht. Ja, die Pokémon sind weiblich, ich kann halt mit Brause nichts machen. Okay, ich habe gerade das Slimer gegrittet einfach. So, jetzt ist die Frage, Rollum. Ist Rollum ihr Signature? Ja. Level 19. Rollum hat jetzt nicht unbedingt die besten Angriffswerte, aber dafür die besseren Verteidigungswerte, ne? Smogon, bitte auf, für mich down zu critten. Ja, also die Verteidigung von Rollum ist, glaube ich, der beste Wert. Will ich nochmal heilen? Kann Rollum nicht auch Walzer? Ich habe eigentlich so meine Flug-Pokémon. Das Smogon macht so viel Schaden. Oh ja, das hat mir auch. Das hat beim Croissant 2/5 abgezogen pro Giftschock.
Jan, es tut mir leid, aber der Kampf ist für mich tatsächlich nicht gewinnbar. Was? Ich kann das Mogon nicht besiegen. Das Mogon two-hittet fast alles, was ich habe. Ja. Ja, also ich habe jetzt... Haben die mehrere Heil-Items? Ich habe jetzt einen Supertrank bisher gesehen. Also bei mir hat Smogon bisher... Also Muska ist im gelben Bereich, Potato und Ice Cream sind im roten Bereich und das Smogon hat noch über die Hälfte. Ich hatte es wohlgemerkt schon zweimal down. Erst hat sich die Beere getriggert und dann hat sich der Supertrank eingeschaltet. Ja, ich muss jetzt halt... Das ist so scheiße, ich kann nichts machen gegen Smogon. Und ja, danach noch zwei bei dir. Ja, das Problem ist, die Verteidigung von den Pokémon, die der hat, die ist so gut. Das ist ja actually, ich komme da nicht durch. Und wie gesagt, das Smogon 2-Hit fast alles, was ich habe. Bitte, was? Kannst mal so probieren. Warum ist Rollum schneller als mein Navitaub? Ich glaube, die Init ist gar nicht so kacke von Rollum, jetzt wo du es erwähnst. Bleibt der Spezialverteidigungsboost durch Ladevorgang? Ich meine, schon, ja. Brauchst du noch ein Heil-Item? Ich hoffe nicht. Eieiei, Funkensprung. Bitte reich aus. Yes, Smogon ist weg, okay. Oh, da triggert sich die Beere. Was hast du denn für ein Zitrup-Beere? Ja gut, jetzt muss ich aber raus. Was hat das Slimer irgendeinen Angriff eingesetzt bei dir? Nee, es war instant tot. Hätte eine gute Spezialverteidigung. Natürlich hat die beste Spezialverteidigung Spinat. Brauchst du, also kannst du ungefähr absehen, ob du ein Highlight zum Brauchen wirst? Weil wenn ich die letzten zwei kriegen würde, wäre das sehr hilfreich. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie ich Rollum tot bekommen soll. Ja, gut, ich greife einfach mal an und hoffe das Beste jetzt. Beziehungsweise ich mache Ladevorgang. Das ist echt so lahm. Schon. Das dürfte nicht viel machen. Ich hätte Croissant nicht auswechseln sollen. Junge, der Crit, alter Schwede. Haut mir erstmal auf 2 KP runter. Ich benutze dann jetzt ein zweites Heil-Item. Also sind wir dann bei 3. Genau. Ja, Leute. Ich habe Ladevorgang gemacht und jetzt einen Trank. Die Frage ist... Ernsthaft? Bitte nicht. Bitte fang nicht so an. Was denn? Lehmschelle. Die Frage ist, ob ich jetzt den Boost vom Ladevorgang noch kriege. Wow, einmal Lehmschelle, instant daneben. Wie immer. Mach Schutzschild. Natürlich macht er direkt den Giftschock wieder. Ja, ich habe ein Problem. Ich kann nicht in dieses Rollum einwechseln. Dann müssen wir taktisch wahrscheinlich, wenn das doof klingt, was opfern. Ich bräuchte Griffel bei vollen KP. Das wäre halt das Beste. Habe ich denn noch ein Tafelwasser? Ne, ich habe nur einen Trank. Also keine vollen KP. Ich muss hier einfach drin bleiben, Leute. Ich hoffe einfach darauf, dass er einfach mal Schutzschild macht, weil er eben schon die ganze Zeit mal zwischendurch Schutzschild gemacht hat, als ich angegriffen habe, aber jetzt gerade denkt er sich, nee. Haben alle ihre Pokémon irgendwelche Items? Also das Rollum hat auf jeden Fall eine Zitrupp-Beere. Oh mein Gott, er überlebt sogar eine Attacke. Ah Gott, Leute, das ist echt übel, der Kampf hier. Natürlich machst du jetzt schon wieder Schutzschild. Das habe ich anders erwartet. Das Gute ist, die speziellen Attacken machen... Ah, der hat den Fokussprung blockiert. Verdammt! Und da geht die Attacke daneben. Oh, puh. Ja, jetzt habe ich ein Problem. Was denn? Er hat mit Walzer angefangen. Das wird hart. Also ich bin jetzt bin ich bei Rollum erst. Weißt also du, das wäre unglaublich hilfreich, wenn ja? Ich einfach männliche Pokémon hätte. Also eine Zitrupp-Beere war echt nicht so geil auf dem Rollum, ne? Mit wem haben wir nochmal mit Mikado verbunden? Wer ist Mikado? Bitte, Blaukaps. Weiß ich nicht.
Jetzt müsstest du irgendwie nachgucken. War das Makuhita? Ich guck einfach mal kurz. Moment, Leute. Boah, geile Windows-Sounds im Hintergrund. Und eine Maus im Bild. Ah, der Profi schlägt wieder zu. Warum wird meine Maus überhaupt mit aufgenommen? Eigentlich habe ich das ausgeschaltet. Laukops war mit Shiitake verbunden. Hm. Also, ich hätte eine Taktik, um dem Rollum Schaden zu machen. Berichte. Die sieht aber darin vor, dass Mikado drauf geht. Weil ich habe jetzt einen Silberblick rausgedrückt. Und ich könnte jetzt noch einen zweiten rausdrücken, weil ich schneller bin. Und könnte dann mit Griffel aufräumen. Bei mir kommt übrigens Turn 1 Instant der Walzer. Boah. Und ich glaube, Brause wird jetzt sterben. Das ist nicht geil. Ist Brause jetzt noch drin? Brause ist noch drin. Weil wenn Brause wirklich drauf geht, dann würde ich McNugget einwechseln, weil dann verlieren wir nicht zwei, sondern nur eins. In dem Falle. Ich könnte aber auch Shiitake reinwechseln, weil ich muss jetzt sowieso irgendwie den Walzer ausstallen. Mhm. Wie schnell ist denn Brause? Ich mag das nicht, wenn ich dann Pokémon opfern muss. Ja, Dito. Also ich weiß auf jeden Fall, Mikado ist schneller als Rollum und kann noch einen Silberblick reinhauen. Okay, dann komm, ich wechsle jetzt Shiitake rein und... Sag mir, wer da drin ist, weil dann kann ich auch angreifen. Ja, jetzt ist Shiitake drin. Oh, es tut mir leid. Oh Mann, Mikado. Ey, Shiitake, Mikado, warum? Hau einfach daneben mit deinem Walzer, natürlich trifft er. Der hätte echt gerne mal einen Hutzwasser gehabt, vor allem. Yo! Ist gut, Rollum. Muss nicht gleich übertreiben. Was denn? Hat es ja auch noch tot gekrittert. Wow. So, jetzt ist die große Frage. Ich kann mit einem Schaufler dem Walzer natürlich entgehen. Bist du zu schaden gerade? Mir bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als das Schaufler zu machen. Weil es muss weg vor dem Walzer. Muss ihm ab- also, er, wie oft kann Walzer maximal treffen? 5-mal. Jetzt 4-mal in Folge natürlich getroffen. Geil. So. Weißt du, das Geile ist, Jan? Also, ich vergaß, das Ding kann Schutzschild. Das Ding ist sogar schlau. Also du kannst dir sicher sein, wir werden hier mindestens noch 2, vielleicht sogar 3 Pokémon verlieren in dem Kampf. Boah. Weil ich krieg das ich krieg die halt nicht kaputt. Mein Team ist richtig, richtig, richtig schlecht gegen ihr Team. Nein, es reicht nicht. Hey, ich hab mit dem Giftdorn meine Vergiftung geheilt. Oh bitte, Giftschock reicht nicht aus. Verdammt, Croissant ist down. Das ist von wem der Partner? Ice Cream. Rip Ice Cream. Unser beliebtestes Pokémon eigentlich. Ja, von den Fanarts her. Oh Gott, Leute. Das Problem ist, ich bin ratlos. Ganz ehrlich, ich bin hier gerade überfordert. Mhm. Und ganz ehrlich, Jan, ich glaube wirklich... Das ist Third Gen Reloaded und wird ein Reset. Also ich glaube, ich krieg ihn gleich besiegt, aber die Sache ist, was ist bei dir dann? Die Sache ist, du darfst jetzt nichts mehr verlieren, weil wenn ich kann ihn vielleicht besiegen mit viel Glück, brauche aber alle Pokémon dafür. Die Sache ist jetzt, hat sie noch einen Trank oder nicht? Wenn ja, ist es Walter. Wenn nein, dann könnte es klappen. Ich schicke jetzt Potato rein, mach Mogelhieb, Leute. Und muss dann halt hoffen, dass ich gleich mit Schnabel genug Schaden anrichte oder so. Potato war verbunden mit... War das letzte, was wir gefangen haben, oder... Oder mit Wiener? Potato mit dem Snivy hier. Snivy, okay. Oh Gott, ich muss kurz was nachgucken, und zwar wie stark Schnabel ist. 40? 35. 35 sogar noch. Ist das stärker als eine Rückkehr? So, ja, klar. Das ist sehr effektiv. Kommt Rückkehr auf 70 Stärke, ist die Frage. Ich hole jetzt Wiener rein und hoffe, dass sie keinen Trank mehr hat und hau einen Rückkehr drauf. Ja, und da ist Potato tot. Nein! Stimmt, er war schneller! Was ist passiert? Wiener ist tot. Dann habe ich verloren. Ja, weil dann ohne Muska kann ich das nicht gewinnen. Ja, Leute, that's it. Das ist der Soul. Wen haben wir jetzt noch? Unsere Starter nur noch eigentlich? Ja, und das schaffe ich nicht. Ja, ne? Das ist ungewinnbar jetzt für mich. Also mit Wiener, mit Muska hätte ich es vielleicht geschafft. Aber warum ohne bist Muska... du so lahm wieder? Du bist entwickeltes Pokémon. Er ist auch entwickelt, aber es ist ein fucking. Warum bist also, du so lahm? 25 Init reicht tatsächlich aus, zum Outspeeden. Ja, Wiener hat 26.
Wiener ist mein langsamstes Pokémon. Selbst Mikado ist schneller als Wiener. Was ist das? Leute, let's go, Parahex. Komm, jetzt die Parahex. Also, ich gebe natürlich dich auf. Ich bin schon... der Gifton! Nice! Ich habe die böse Quere. Ich bin ja schon fast. Ich habe schon fast Angst, nochmal anzugreifen, ohne dem Ruck zu kippen, weil ich Angst habe, dass McNugget jetzt zu langsam ist. Ich verfasse zusammen, Jan. Das Rollum ist paralysiert und hat noch etwa, ich würde sagen, 45% der KP. Ich habe noch Brause mit einem KP. Ja. Hab ich noch ein Heil-Item? Ich habe ein vergiftetes. Ja, noch ein Heil-Item, ja. Ich habe keins verwendet. Dann benutze ich das jetzt. Auch wenn es leider nur ein Trank ist, aber ich glaube, das bringt mir in der Situation trotzdem was. Das Problem ist, wenn ich jetzt vergiftet werde, dann ist es eh vorbei. Warte, erst mal paralysiert. Wenn er nochmal Giftschock macht, ich mache dann Ladevorgang. Alter, vielleicht, ey Leute, vielleicht schaffe ich das noch. Mein Gott. Also, ich hab's geschafft. McNugget steht da alleine. Nur noch Giftschock machen jetzt. Nichts anderes. Nicht den Walzer. Der macht okay, ist trotzdem noch ein Two-Hit. Nevermind. Komm. Full Para. Giftdorn, scheiße. Jetzt ist so viel Para. Full Para, oh mein Gott. Oh mein Gott. Bitte. Hast du's? Sause der Champ. Oh mein Sause Gott. Ich. Hast du's echt geschafft noch? Ja. Holy shit. Ey Leute. Ohne Übertreibung, das war eine Geschichte. McNugget entwickelt sich übrigens gerade noch. Nuzlocke-Kämpfe aller Zeiten. Alter! Wir haben nur noch ein Pokémon, ne? Noch ein Pokémon. Und das ist unser Starter. Es tut mir leid. Mika hat mich. Ich muss sagen, ich hatte richtig viel Glück gerade. Der hat, glaube ich, dass ich die Para bekommen habe mit dem Funkschwund. Ich glaube, er war 3 oder vielleicht sogar 4-mal voll paralysiert. Alter. Leute, nee. Ich habe euch ja mal aufgerufen, mir zu schreiben, was für euch die spannendsten Nuzlocke-Kämpfe waren. Ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass der dazugehört, oder? Ja, der war schlimm. Alter. Weißt du, das Schlimme daran in den 7 Kampf ist einfach. Was denn? Alle coolen Pokémon tot sind. Ja. Mann, ey, das ist... Also, die meisten davon gehen auf Mikas Cover. Ich muss echt... Leider echt eingestehen, Wiener ging echt auf meine Kappe, weil ich das mit der Init vergessen habe. Was ich mich gerade frage, wird Makuhita jemals eine Challenge überleben? Ich glaube, der hat immer ein Makuhita, aber es ist immer gestorben. Ja. Soll ich reden? Ja, bitte. Da habe ich wohl verloren. Sowas aber auch. Das bedeutet wohl, dass du jetzt ganz schön stark bist, was? Naja, das ist zwar bitter für mich, aber wenigstens habe ich mein Bestes gegeben. Irgendwie fühle ich mich jetzt ganz erfrischt. Hier. Der Beweis, dass du mich besiegt hast. Ey, mit einem Pokémon, ne? Und fast keinen KP auf beiden Seiten. Das war so lucky gerade. Das war... Gut, dass ich die Persifbeere draufgepackt habe. Gut, dass du mich dran erinnert hast, Jan, weil sonst hätte ich das verloren. Wahrscheinlich. Jetzt hast du 2 Orden. Damit erkennen sämtliche Pokémon bis Level 30 an, wie toll du bist und befolgen deine Befehle. Auch die Pokémon, die du mit anderen Trainern getauscht hast. Hier, benutze auch diese TM. Ich glaube, ich kann aus dem Pokémon haben, was es kann, aber danke. Ich hätte 2. Hättest. Hey, hatte. Hatte. Was sogar richtig gut gewesen wäre für den kleinen Pilz. Ja, ist Giftschock. Giftschock überschritt das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Wenn der Gegner bereits vergiftet ist, haut die Attacke doppelt so stark rein. Gut, dass wir das nie abbekommen haben. Mhm. Hey, ganz im Ernst, das haut voll rein. Hab ich gemerkt. So. Ey, direkt so. Okay, und hier bekommt der Soulwood. Hey, du! Du bist doch sicher voll der Soler. Komm mit mir! Ach so, darf ich nicht mal ins Pokémon Center gehen vorher? Ich glaub doch, wir dürfen. Du gehst nach Pokéwood? Ah, mein Vater, stimmt. Ich muss ihn dazu bringen, wieder als Kapitän zu arbeiten. Ich glaube, wir müssen jetzt selbst ins Pokéwood reinlaufen, aber... Okay, dann lass uns doch schnell zu Pokéwood Center gehen, wenigstens und hier. Leute, ich muss ehrlich sagen, ich war mir zu 95% sicher, dass das der Reset wird. Der Solic Reset, der berühmte. Ja. Wie viele Pokémon kriegen wir nochmal vor der nächsten Arena? 3. Ja, wird eng. Ja, ein bisschen. Alter, Leute, dieser Kampf. Weißt du, wir haben 3 Kämpfe in diesem Part gemacht. Das ist schon wieder 25 Minuten. Holy. Mhm. Ja,
Aber, wie du schon gesagt hast, zu welchem Preis? Ice Cream, Potato, Shiitake und Muska bei mir. Keiner durfte diesen Kampf überleben. Ja, bei mir Wiener, Spinat, Mikado und Croissant. Dann wollen wir sie doch nach und nach mal in die Freiheit entlassen. Ja, wer war denn das erste? Shiitake und... Ice Cream, also wer als erstes draufgegangen ist. Ja, Shiitake und Mikado. Ja, Shiitake hatte ich echt cool gefunden, vor allem mit dem hitzigen Wesen und nochmal Spezialangriffsboost dazu. Vor allem jetzt mit dem Giftschock und dem Megasauger, den es neu gelernt hat, wäre es, glaube ich, echt cool gewesen, aber hätte, Fahrradkette. Ja. Mikado, Laubkaps, wobei, im Nachhinein konnte es doch ein bisschen was auch austeilen. Die Zornklänge war im letzten Part sogar recht stark. Ich sag mal, die Leute waren doch alle dafür, wenn wir irgendwo mal, wenn ich irgendwo einen Schnuthelm sehe, einfach mal kurz fangen, ins Team nehmen, einfach nur um Laubkaps zu entwickeln. Aber dazu soll es leider nie kommen. Auf Wiedersehen. Ja, und als nächstes kam Ice Cream und... Ja, Griffel. Also ich habe versucht zu wehren gegen das Smogon, hat nicht viel in den Kampf zu dem Kampf beitragen können, aber ich glaube, es hätte auch nicht mehr viel machen können am Ende. Und Croissant muss ich aber echt sagen... Aber ein Razor wäre sehr geil gewesen. Ja, genau wie auch am Ende vielleicht. Ich muss sagen, Croissant war echt der Starplayer meines Kampfes. Ohne ihn hätte ich, weil Mikado hat auch gut mitgeholfen mit seinen zwei Silberblicken. Ohne die beiden hätte, glaube ich, Rollum nie so weit runtergeschlagen, dass es gut zu finishen war. Also, danke auf jeden Fall dafür, Croissant. Und Potato, Makuhita, irgendwie auch so ein Theme-Pokémon für fast in jeder Nuzlocke gefühlt dabei. Und ich glaube, es durfte fast nie ein Hariyama werden. Nee. Auch hier leider wieder nicht, aber es hat bisschen Chip-Damage machen können und sich wacker geschlagen. Aber da war leider schon Ende. Ja, Efoserp kam natürlich nicht zum Einsatz in dieser Arena. Also es wäre, ja. Ich glaube, alles wäre sein Todesurteil gewesen. Ist dann einfach still und heimlich mit Potato untergegangen. Zu guter Letzt Buska, die das, was mir noch sehr geholfen hätte gegen Rollum. Ja, wo aber leider, ein Schock meinerseits, ich einfach die... Sag mal, hast du eigentlich ein Minuswesen gehabt? Ja, hat er sogar wirklich, deswegen war er so lahm. Das erwartest du einfach nicht, dass ein Vogel, ein Startervogel einfach so langsam ist. Too bad. Und, ich habe einfach außer Acht gelassen. Ich habe ja vorher gegen das Rollum gekämpft und habe ja gesehen, dass ich langsamer war. Aber ich habe es irgendwie total ausgeblendet und dachte mir, komm, haust du Windschnitt rein, weil Ruckzuck-Keep oder Rückkehr wahrscheinlich nicht reichen wird. Also Rückkehr wahrscheinlich schon, aber nee, ich habe die Rückkehr gemacht, glaube ich. Dachte mir, Ruckzuck-Keep wird vielleicht nicht reichen. Naja, dann war ich langsamer. Muska, Nidoking. Ich glaube, ich hatte immer nur Nidorina tatsächlich. Nidorin, oder? Ich glaube, ich hatte schon oft Nidos jedenfalls, aber trotzdem, Nidoking wäre immer episch gewesen. Aber nicht in dieser Challenge, offensichtlich nicht in dieser Challenge. Denn als einziges verbleibt nur Brause zusammen mit McNugget. Ja. Holy shit, Leute. Oh mein Gott. Das Mika-Massaker. Fängt gut an, die Challenge. Ja. Fängt richtig gut an. Ja, Part 8 und alle unsere Pokémon außer den Startern sind tot. Ja, oh Gottes Willen, alle in einem Part, Leute. Das müssen wir jetzt erstmal verdauen, vor allem. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hoffe, dass das jetzt nicht nur ein verzögertes Doom war, weil ich sag mal so, es könnte jetzt passieren, wenn wir im nächsten Part gegen einen Bodentrainer kämpfen, habe ich verloren. Oder bei mir gegen Gesteinstrainer. Ich brauche nur ein einziges Gestein-Pokémon, ich kann nichts dagegen machen, weil ich nur normale Flugattacken habe. Ergo, ein Wanderer wäre unser Tod. Ja. Hoffen wir bitte, dass kein Alter, ich werde das gleich, glaube ich. Wobei, nee, ich lasse mich überraschen, ich springe ins kalte Wasser. Leute, bis zur nächsten Folge. Es geht noch weiter mit der Schwarz-Weiß-Souling-Challenge. Hoffentlich mit der Aufstellung. Ansonsten, tja, sehen wir uns wohl wieder in Aventura City. Bis dann. Ciao. Ciao.